Ah, Rufus. Gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Tauchboot. Der Organon hat den schwimmenden Schwarzmarkt abgeriegelt. Argus ist uns also bereits auf den Fersen. Das ist schlimm. Der Organon hat uns hier immer in Ruhe gelassen. Keine Sorge, Doc. Sie werden für ihre Frevel bezahlen. Für all das Leid und den Schaden, den sie angerichtet haben. Rein Interesse halber. Meinst du, sie werden auch für den Schaden bezahlen, den du angerichtet hast? Abgemacht. Sie werden für ihre und für meine Frevel bitter bezahlen. Ganz bitter. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. So bitter wie eine Bitterpille. Was? Hey, Goal. Alles gut bei dir? Mir geht's super. Ach, die Goal hat ja gar nichts zu sagen. Das ist ja doof. Hey, Boso, altes Haus. Alles klar, Schiffssteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte Bezeichnung. Über deine Beförderung können wir später reden. Erstmal habe ich ein paar Fragen. Und zwar... Und da wären wir wieder. Der schwimmende Schwarzmarkt. Irgendetwas stimmt hier nicht. Keine Lichter, keine Betrunkenen, die in das Hafenbecken plumpsen. Eigentlich müsste hier viel mehr Betrieb sein. Tja, kein Rufus, keine Party. Oder es hat etwas mit diesen Organon-Schlachtschiffen zu tun, die mir das so nah anzeigt. Ich mochte meine Version. Ja, aber... Wie geht es jetzt weiter? Ich denke, Goal hat recht. Wir sollten erst einmal in Porta Fisco vorbeischauen. Ich weiß nicht. Dieser Janosch wollte auch dorthin. Ist doch gut. Vielleicht kann er uns helfen. Wobei das denn? Ist die Sitzmulde in deinem Stuhl nicht breit genug? Oder brauchst du jemanden, der dir Chipskrümel nach Geschmacksrichtungen sortiert? Unterschätze ihn nicht. In Zeiten wie diesen wachsen Menschen über sich hinaus. Und er hat offenbar bei der Hose angefangen. Tja, okay. Zurück an die Arbeit, Matrose. Aber ich bin der. Ach, was rege ich mich auf? Porta Fisco. So, also wir haben hier die Bananen. Ach, ich rede hier echt nur Stuss. Die Bananen. Die müssen bestimmt in den Bananen-Inkrümmer im Gadget-Shop. Das heißt, wir müssen da erstmal rein. Der Sender muss auf den Sendemast. Was wir mit Fackel und Schlauch machen, weiß ich nicht. Der Schuh ist für Gronkh. Und der Köderfisch? Keine Ahnung. Und dann haben wir hier immer noch den Klopfzeichenzettel. Plus, minus, plus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall erstmal nach Porta Fisco. Goon meine ich natürlich. Goon. Ich glaube, ich hätte da etwas zu essen für dich. Wirklich? Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nicht so schnell. Ich schlage einen Tausch vor. Ich gebe dir das Essen und du gibst mir deinen Schirm. Ich weiß nicht. Er ist das Einzige, was ich noch besitze. Lecker Essen. Ach, na gut, einverstanden. Hey! Hey, Moment mal! Das ist ja nur ein kaputter Schuh! Genau. Das adäquate Lebensmittel für einen Tramp wie dich. Was? Aber das ist doch... Bedank dich später. Guten Appetit. Das ist so fies. So. Was hat es jetzt mit diesen dämlichen Klopfereien hier auf sich? Ich notiere mir ganz kurz nochmal. Plus... Minus plus. So. Nochmal kurz gehustet. Also ich klopfe einmal, er klopft einmal. Aber vorhin hat aber auch nur einmal geklopft. Und wenn ich jetzt einfach... Okay. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Der erste Schritt war schon nicht schlecht. Wie oft kann ich denn klopfen?
Okay. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Maximal 5 Klopfer. Also wenn ich das Ganze richtig deute, muss ich Mathe können. Und Mathe ist halt Mathe, ne? Also ich klopfe, er antwortet und ich muss dann rechnen mit dem Zettel, den mir der Janosch da gegeben hat. Das heißt, ich muss mit einer Zahl anfangen, mindestens mit einer 3, weil er bei minus 3 mal klopft. Jetzt muss ich nämlich 4 mal klopfen. Jetzt einmal. Okay, das könnte sogar schon stimmen, weil mehr als 5-mal kann ich eh nicht klopfen. Hey, das war ja tatsächlich richtig. Natürlich war das richtig, du Morschbirne. Rufus, bist du das etwa? Was machst du denn da draußen? Tja, wenn ich das wüsste. Vielleicht klopfe ich einfach gerne. Komm rein, Janosch wartet auf dich. Oh-oh. Zwischendurch mal zwischenspeichern. Ruvus, sehr gut. Was? Alter, was? Janosch, wow. Das ist ja nicht nur schlecht, was du hier aufgebaut hast. Ja, die Rekrutierung läuft hervorragend. Ich glaube, ich habe mein Charisma unterschätzt. Ach nee. Oder die Tatsache, dass sich niemand gerne in die Luft sprengen lässt. Toni, du? Rufus? Ah, ihr kennt euch bereits. Nummer 26, das hier ist Nummer 2, unser spiritueller Anführer. Rufus ist Nummer 2? Das kann nur ein Witz sein. Genau, warum bin ich nur Nummer 2? Wir haben inzwischen mehr als 25 Leute für unsere Sache gewinnen können. Also 26. Genau. Da sind allerdings auch die 3 abgerichteten Delfine schon mitgeschält. Also beschwer du dich noch einmal über deine Nummer. Ihr richtet Delfine ab? Das ist mein Job hier. Was dagegen? Es sind Torpedo-Delfine. Torpedo-Delfine. Okay. Dass unter Tonis Obhut selbst niedliche Delfine zu blutrünstigen Mordwaffen werden, leuchtet mir ein. Aber wozu das Ganze? Was nutzen abgerichtete Delfine bei dem Versuch, einen Fahrstuhl in den Orbit zu kapern? Man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Was offenbar insbesondere für spirituelle Anführer gilt. Zuerst wollten wir Flugdrachen haben, aber das hat sich als fataler Wildschlag erwiesen. Ich hab's Nummer 27 von Anfang an gesagt, aber er wollte einfach nicht hören. Nummer 27, ja? Okay. Mensch, und die Toni ist wieder da. Och, Toni, das schaffe ich doch nie. Ach ja, ich und meine Anspielung, die kein Arsch versteht, ja. Ach je, ist das viel zum Angucken. Da oben ist der Liebold. Ob er uns das immer noch übel nimmt, dass wir geknutscht haben? Das schreit geradezu nach einem brillanten Manöver. Ach, ich kann da hinten hin. So ohne weiteres. Hehe, ja. Das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Was? Wieso Delfine aufmuntern? Ja, das war der Hammer, Rufus. Verdammt, mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Das war der absolute Oberhammer, Rufus. So, Schleuse. Salana e Jung Ayesses. Was soll das denn?
Na was schon? Ich spreche Delfinisch. Gib dir keine Mühe. Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Okay. Okay, okay, okay. Hier auch der obligatorische Arschblick auf Toni. Nach hinten. Die Delfine. Torpedo-Delfine. Warum sehen die Delfine so traurig aus? Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Bäh. Mein Delfinisch ist derart akzentfrei, dass es ihm die Sprache verschlagen hat. Ja, genau. Es wundert mich eigentlich nicht, dass sie zu mir zurückgekrochen kommt. Tja, Pech gehabt, Toni. Ich habe jetzt nämlich eine richtige Freundin. Also zwei Drittel davon. Ja, und das ist immerhin etwas. Der Plan gefällt mir gut hier. Boom. Na, sieh mal an, wer mir da hinterhergelaufen kommt. Tja, meiner magnetischen Anziehungskraft konntest du eben noch nie widerstehen. Mach es bitte kurz, ja? Ich habe hier eine Aufgabe, die meine volle Konzentration erfordert. Delfine hüten. Einen Brechreiz unterdrücken. Was machst du hier überhaupt? Dich könnte ich ja wohl dasselbe fragen. Wolltest du nicht mit dieser Gabi nach Elysium reisen? Sie heißt Goal. Und wo ist Goal? Ist sie bereits einem deiner brillanten Manöver zum Opfer gefallen? Hast du sie aus Versehen aus einem brennenden Heißluftballon geworfen? Weit gefehlt. Es war ein Notboot. Oder sie sogar in Einzelteile zersägt? Nicht im wörtlichen Sinne. Goal wartet draußen. Und sie ist wohlauf. Zumindest zu zwei Dritteln. Sie kann einem nur leid tun. Ja, so ein bisschen schon, ja, aber... Du sag mal, Toni! Wie bist du hier gelandet? Du wusstest ohne mich wohl nichts mehr mit dir anzufangen, was? Tja, ich wachte eines Morgens auf und stellte verwundert fest, dass es in der ganzen Wohnung keinen einzigen Brand zu löschen gab. Ich musste kein Dach neu decken, keine Zahnpasta aus den Heizungsrohren polen, keine verwundeten Nachbarn verarzten. Es bestand nicht einmal die Notwendigkeit, einen Gnu aus der Küche zu verscheuchen. Und da packte dich die Sehnsucht nach mir. Und da erinnerte ich mich daran, dass ich seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht habe. In Busa Westwalk hörte ich dann Gerüchte von einer Rebellion gegen den Organon. Das hat scheinbar mein altes Rettersyndrom getriggert. Du und ein Rettersyndrom? Wenn überhaupt, dann hast du ein Prinzessinnen-Entführen- und mit Feuerbällen auf Retter-Werfen-Syndrom. Nenn es, wie du willst. Ich dachte nur, dass meine Erfahrung im Bergen von Explosionsopfern nützlich werden könnte. Tja, du hast mir so einige Fähigkeiten zu verdanken. Kann ich nicht mal bestreiten. Schön, dass du da bist. Ach ja. Verpiss dich. Die gute alte Toni. Was täten wir nur ohne sie tun? Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der Anführer. Oh, Himmel, das ist genau wie in meinem Albtraum. Also träumst du immer noch von mir? Ich war sogar in Therapie deswegen. Tja, so gerne ich über deine mich bezüglichen Fantasien sprechen würde, dein Traummann hat eine wichtige Mission. No. Du wirst nicht glauben, was mir alles passiert ist. Lass mich raten. Du warst schon fast in Elysium und dann ist dir wieder einmal deine Gutmütigkeit dazwischen gekommen. Woher weißt du das? Also weil das Gespräch jedes Mal so abläuft. Als nächstes sage ich dann, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Und du sagst... Aber diesmal war es wirklich so. Exakt. Und auch wenn du gleich das Gegenteil behaupten wirst, du wirst dich nie ändern. Aber ich hab mich geändert. Verdammt. Das Delfinbecken müsste mal wieder geputzt werden, Rekrut. Bitte was? Ich hoffe doch, ich habe mich verhört. Aber Toni, ich bin immerhin der Anführer. Ich muss darauf achten, dass hier alles seinen geordneten Gang geht. Und ich kann dich unmöglich bevorzugen, nur weil wir mal zusammen waren. Das ist doch...
Gibt es Probleme, Ruvus? Ich glaube, du hast deine Mannschaft nicht im Griff, Janosch. Nummer 26 hier wollte mir doch tatsächlich gerade widersprechen. Tatsächlich? Ich darf doch wirklich sehr bitten, Nummer 26. Wenn der Chef etwas anordnet, dann hast du Wollgeschuleichten. Aber... Kein Aber, Rigut. Ei, Chef. Ach, das ist schön. Oh Mann. Ich habe mich geirrt. Das hier ist deutlich schlimmer als mein Albtraum. Zum Meeting trinke ich meinen Kaffee übrigens schwarz, Rekrut. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Janosch, Rekrut. Bei euch piept's wohl. Ich bin doch nicht euer... Rekrut! Und nichts verschütten, Rekrut. Du schaufelst dir dein eigenes Grab. Das ja? Das fürchte ich auch. Egal, das ist es wert. Genau. Übrigens. Ich glaube, dir würden ein paar Liegestütze gut tun, Rekrut. Überspann den Bogen nicht. Wir sind im Bürgerkrieg, Toni. Jede deiner überschüssigen Speckröllchen hier kann den Tod eines Kameraden bedeuten. Du Mieser! Oh. You were killed by an ugly dragon. Du wurdest von einem hässlichen Drachen getötet. Utterly overpowered by the sheer evilness of the hideous creature, our dear hero perished and was no more. Ach ja, vollkommen überwältigt von der puren Bösartigkeit der abscheulichen Kreatur, veränderte unser geliebter Held und war nicht mehr. Und das Ganze hier natürlich eine große Parodie auf die guten alten Sierra Adventures. Ihr wisst schon, King's Quest, Police Quest und Space Quest. Und natürlich auch Leisure Suit Larry. War das überhaupt von Sierra? Auf jeden Fall war es im gleichen Stil. Die guten alten Adventure-Zeiten, wo man noch sterben konnte und alles.